Milch, in der mehr Tierschutz steckt, die gibt es schon. Dafür vergibt zum Beispiel der Deutsche Tierschutzbund ein Label. Sie kommt unter anderem vom Hof von Albert Sporer im nordschwäbischen Oberlietzheim. Seine Kühe sind nicht angebunden und haben deutlich mehr Platz als in normalen Ställen. Dazu ein bisschen Komfort und reichlich frische Luft. Das macht sich im Verhalten der Kühe bemerkbar. Aufgrund zum Beispiel der geringeren Belegungsdichte sind die Tiere ruhiger. Also einfach der ganze Umgang mit dem Vieh ist leichter. Und dadurch sind auch manche Stresssituationen für die Viecher natürlich weniger. Außerdem gibt es in dem Stall 3 Kontrollen pro Jahr, unangekündigt. Mehr Tierwohl in der Milch gibt es auch bei manchen anderen Marken. Die Frage ist nur, blickt bei diesen ganzen Siegeln noch jemand durch? Wir fragen nach auf dem Wochenmarkt in Dillingen. Ich habe jetzt hier mal so ein paar Siegel etwas größer ausgedruckt, die so auf den Packungen drauf sind. Ja. Können Sie mal schauen, welche erkennen Sie denn davon? Ja, erkennen durch. Also auf jeden Fall diesen hier und diesen. Okay. Und wissen Sie, was die bedeuten? Nein. Nein, eigentlich nicht. Sagt mir gar nichts. Das hier kenne ich nicht. Ob das jetzt alles wirklich offiziell ist und also verbürgt wäre, keine Ahnung. Orientierungslos beim Einkauf. Diesen Eindruck hat auch die Verbraucherzentrale Bayern. Einfach ist es nicht. Also gleich den Überblick zu haben, nee. Das breitet sich eher bei den Verbrauchern, das ist auch was uns rückgespiegelt wird, Ratlosigkeit aus. Wäre das hier die Lösung? Weg mit dem Label durcheinander und eine einheitliche Kennzeichnung auf allen Packungen, staatlich geregelt und verpflichtend? Bei den Eiern hat das schon funktioniert. Seitdem es die verpflichtende Haltungskennzeichnung gibt, hat sich der Verkauf im Supermarkt innerhalb von 10 Jahren stark verändert. Käfigeier aus der schlechtesten Haltungsform spielen keine Rolle mehr. Boden- und Freilandeier verkaufen sich umso besser. Und der Bio-Anteil hat sich sogar verdoppelt. Deshalb fordert die Verbraucherzentrale langfristig auch für die Milch, dass die Kennzeichnung von Tierwohl Pflicht wird. Eine verpflichtende Haltungskennzeichnung auf Tierwohlkriterien erweitert, europäisch. Und dann wären alle auf dem gleichen Level und die Verbraucher hätten wirklich eine Wahl und könnten sich entscheiden und müssten sich dann auch entscheiden. Auch in Dillingen könnten sich einige mit einem einheitlichen Siegel anfreunden. Wäre sehr vorteilhaft, würde ich sagen, ja. Wäre auch damit, würde ja auch dafür streiten, dass das so kommt. Ich finde sehr wohl, dass hier Verpflichtung gehört. Und auch von unserer Landwirtschaftsministerin, Bundeslandwirtschaftsministerin, gehört hier eine Verpflichtung her für das Tierwohl und auch eine eindeutige Kennzeichnung. Doch konkrete Pläne gibt es in der Politik bislang nicht. Nur die vage Aussicht, dass sich etwas ändern könnte. Unsere Bundesministerin hat wiederholt deutlich gemacht, dass es Ziel sein muss, auf europäischer Ebene eine verpflichtende Tierwohlkennzeichnung einzuführen. Sie hat angekündigt, dies zum Thema der bevorstehenden deutschen Ratspräsidentschaft 2020 zu machen. Landwirt Albert Sporer liefert schon jetzt mehr Tierwohl. Er sagt, wenn der höhere Aufwand bezahlt wird, sind viele Bauern bereit, ihre Ställe besser an die Kühe anzupassen.